The Letter, The Box Stops, ihr benötigt folgende Akkorde. A-Moll. F. G. D7. E. E7. C. Cis. Gis. Und Fis. Für die Rhythmik der rechten Hand schlage ich euch folgendes Rhythmusmuster vor. Und zwar zählt ihr immer bis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei 1 Abwärtsschlag, bei 2 dann Aufwärtsschlag, 3 Abwärtsschlag, also immer im Wechsel, Wechselschlag. Und bei 1 aber mit Abwärtsschlag beginnen. Ne? So, und dann macht ihr bei Zählzeit 2 und bei Zählzeit 5 einen Luftschlag. Und bei Zählzeit 3 und bei Zählzeit 7 macht ihr einen Perkussionsschlag. Ein Perkussionsschlag, wer es nicht weiß, ich habe es schon mal in den anderen Tutorials mal erwähnt, ist so ein Schlag, wo man die Saiten einfach anspielt und dann gleich wieder mit dem Handballen der rechten Hand abstirbt. Das geht ziemlich schnell. Das ist wie so ein perkussives Geräusch. Zeitlupe. Und wenn man es etwas schneller spielt, ist es nur so, ich sag mal, so ein Kratzen. Aber wenn man das in diese Rhythmik mit einbaut, eben bei Zählzeit 3 und bei 7, dann groovt das. So, ich werde jetzt mal die Akkorde von der Strophe einblenden und die Rhythmik dazu. Und dann zeige ich das euch nochmal anhand von diesen Akkorden. Okay. Also, ihr seht, A-Moll. Greifen wir das mal. Und jetzt. 1 Abwärtsschlag, 2 Aufwärtsschlag durch die Luft, bei 3 dieser Perkussionsschlag, jetzt 4 Aufwärtsschlag, 5 Abwärtsschlag durch die Luft, 6 Aufwärtsschlag, 7 ist Perkussionsschlag wieder und bei 8 Aufwärtsschlag. So, dasselbe kommt dann, dieselbe Rhythmik mit dem Akkord F. Na? Und ihr seht ja, wo über welchen Zählzeiten halt die Akkorde oben drüber stehen. Also ihr spielt diese Akkorde immer bei Zählzeit 1 und bei Zählzeit 4. Ne? In der Strophe jetzt ist es so, könnte man auch diese Akkorde, die über der Zählzeit 4 stehen, sage ich mal, auch ausblenden, weil es wird ja die ganze Zeit A-Moll gespielt. Aber ich habe das deswegen so geschrieben, weil dann im Refrain nicht immer zweimal der gleiche Akkord kommt, sondern da kommt dann zum Beispiel C und G und dann F und C und nicht wie jetzt in der Strophe A-Moll, A-Moll, F, F, also nicht zweimal. Und da ist wirklich bei 1 und bei 4 ein anderer Akkord. Deswegen ist das gleich so zur Eingewöhnung jetzt so geschrieben worden, dass bei 1 und 4 jetzt auch A-Moll steht. Ne? Aber wie gesagt, man hätte es auch bei 4, bei Zählzeit oben drüber weglassen können, das A-Moll, denn es wird ja die ganze Zeit A-Moll gespielt. Nicht, dass ihr euch wundert, aber wie gesagt, halt, ich wiederhole mich gerade wieder, im Refrain kommt es eben dann halt auf jeder Zählzeit mit einem anderen Akkord. Deswegen schon, dass ihr euch da etwas dran gewöhnt. So, und das spiele ich jetzt mal etwas schneller. Also die gesamte Strophenrhythmik. Ne? A-Moll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you.
jetzt nochmal die Rhythmik und die Akkorde von dem Refrain ein. Und da seht ihr jetzt, und zwar bei 1 ist jetzt C, wo es losgeht, und auf Zählzeit 4 kommt dann bei diesem Rhythmusmuster halt, wo diese 8 Pfeile jetzt sind, der Akkord G. Dann beim nächsten Rhythmusmuster, wo ihr 8 Pfeile habt, kommt bei 1 F und bei 4 dann C und so weiter. Na, also genau dasselbe Rhythmusmuster, bloß jetzt eben mit anderen Akkorden. Also nochmal langsam jetzt das Refrain-Rhythmusmuster, also mit C beginnt. Langsam, 1, 2 Durchschliff, dann 3 Perkussionsschlag. So, und jetzt bei 4 das G greifen, Aufwärtsschlag, bei 5 Abwärtsschlag durch die Luft. Jetzt 6 Aufwärtsschlag, 7 Perkussionsschlag und 8 Aufwärtsschlag. Okay, jetzt kommt F bei 1, 2 Durchschliff, 3 Perkussionsschlag, bei 4 schon C, Aufwärtsschlag, ne, Abwärtsschlag, bei 5 durch die Luft. Jetzt 6 Aufwärtsschlag, 7 Perkussionsschlag, 8 Aufwärtsschlag. Und so weiter. Ne? Dann wieder G halt, in dem Fall halt bei 1 und 4 und dann nochmal bei 1 und 4 und dann, ihr seht ja, also ich spiele mal dieses Refrain-Rhythmusmuster jetzt etwas schneller. Also 1, 2, 3, 4. E7 und da ist dann eine Pause. Ne? Seht ihr ja, welche Pfeile durch die Luft gespielt werden. Also wenn ihr das alles so macht, wie es da steht, kriegt ihr das schon hin. Okay, so weiterhin ist nur noch am Schluss ein Schlussteil, der jetzt mit anderen Akkorden ist. Und zwar mit Cis, Fis und Gis. Ja, da mache ich diese Rhythmik nicht. Sondern da spiele ich jeden einfach nur einmal an. Also das Cis, ne? Einfach nur einmal, dann das Gis einmal, das Fis, je nachdem, so wie es da steht. Ja, so, eingezählt wird bei diesem Lied ja schon, ne? Das wird mir da abgenommen, das ist eine schöne Sache, da wird 8-mal geklopft, ne? Dann setzt der Bass, bum, 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 kurz ein und dann geht's los. Ja, okay. Würde ich sagen, probieren wir das mal. Ne? Versucht's mal, übt diese Rhythmik erstmal etwas langsamer. Und dann, wenn ihr soweit seid, spielt einfach das Lied genauso wie ich jetzt mal mit. Okay, probieren wir's mal. Los, viel Spaß. Yeah.